Hallo zusammen, Basti von den Boardgame Bros hier und mir liegt was auf dem Herzen. Steffen hat ja vor einiger Zeit bei uns auf dem Kanal ein Video rausgebracht zur größten Schwäche von Marvel Champions. Da ging es um die Downtime. Das Video, das verlinke ich dir auch am Ende meines Videos nochmal, dass du da mal reinschauen kannst. Aber wenn ihr mal schaut, das Spiel hat bei Boardgame Geeks ein 8,1er Rating bei 22.000 abgegebenen Bewertungen. Daher muss es auch wirklich viele Leute geben, die das Spiel so feiern wie ich. Jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich die größte Stärke des Spiels, dass denn so viele Leute dieses Spiel doch positiv bewerten? Und das ist meiner Meinung nach die Deckkonstruktion. Die ist easy to learn, hard to master und incredible to play. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä? Damit du verstehst, was ich damit meine, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als Steffen mich damals zu Marvel Champions überzeugt hat, hatte ich überhaupt keine Ahnung von Deckbau. Aber das ist scheißegal, denn jeder Held bei Marvel Champions kommt mit einem vorgefertigten Deck. Und Steffen hat in seinem Video immer wieder den Vergleich zu Arkham Horror gezogen. Dementsprechend werde ich jetzt auch den Vergleich zu Arkham Horror ziehen. Bei Arkham Horror hat man fast nie ein vorgefertigtes Deck für einen Ermittler. Na klar, es gibt die Startermittler als Ausnahme, aber ansonsten hast du kein vorgefertigtes Deck. Listen kommen meistens erst später raus. Durch vorgefertigte Decks wird der Einstieg natürlich enorm erleichtert, weil du eben keine Ahnung vom Deckbau haben musst. Du hast dein Deck, du hast deine Karten, du kannst direkt losspielen, du brauchst keine weiteren Ressourcen, einfach let's go. So hast du die Möglichkeit, dass du zum Beispiel Marvel Champions auch mit 12-Jährigen spielen kannst. Ich bezweifle, dass das bei Arkham Horror funktionieren wird. Weiterhin sind die Heldendecks so aufgebaut, dass du 15 heldenspezifische Karten hast. Die musst du immer mit diesem Held spielen. Und dann kannst du 25 bis 35 Karten hinzunehmen von einem der 5 Aspekte oder von neutralen Karten. Und genau das ist auch eine super Tür, die dir den Einstieg zum Deckbau erleichtert. Du kannst den größten Scheiß in dein Deck nehmen. Du hast trotzdem deine 15 vorgefertigten Heldenkarten und damit wird dein Deck halbwegs funktionieren. Auch hier der Vergleich, das ist eine Randnotiz. Bei Marvel Champions, wenn ihr eine Kampagne zockt, könnt ihr auch nach einem Szenario sagen, hey, ich wechsle den Aspekt, ich wechsle alle Karten außer die Heldenkarten aus. Das geht bei Arkham Horror auch nicht. Ne? Also, was ich damit sagen will, auch hier kann man bei Marvel Champions deutlich leichter Fehler korrigieren als bei Arkham Horror. Da kann man jetzt auch sagen, okay, ja, das kann man ja hausrulen, aber von den Regeln her ist es erstmal nicht so. Was ich damit sagen will, das Prinzip von Marvel Champions ist also ähnliches wie zum Beispiel auch bei Aventuria, dem Kartenspiel. Es erleichtert einfach deutlich den Deckbau, weil du einfach schon Karten fest im Deck hast und dadurch kann dein Deck nicht komplett gegen die Wand fahren. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde, die Helden sind wirklich so gebaut, dass sie dich quasi sogar dazu auffordern, dass du mit ihnen Decks bauen sollst. Ich erwische mich ständig immer wieder, wo ich denke, mit dem Helden könnte ich nochmal die Deck-Idee testen oder ich könnte nochmal gucken, ob das Deck mit dem Helden funktioniert. Nun könnte man argumentieren, ja, es geht vielleicht nur mir so, aber nein. Wenn ihr mal einen Blick ins Internet werft, und zwar wenn ihr mal bei Marvel CDB guckt und bei Arkham DB, da könnt ihr ja nachsehen, wie viele Decks von anderen Spielern hochgeladen worden sind. Bei Marvel Champions DB, Marvel Champions gibt es seit 2019, und da gibt es insgesamt 27.600 Decks, die seitdem hochgeladen worden sind. Arkham Horror gibt es seit 2016, um auch mal wieder den Vergleich zu haben. Und da gibt es roundabout 26.850 Decks. Jetzt kann man das natürlich so ein bisschen interpretieren, wie man will. Aber insgesamt gibt es mehr selbstgebaute Decks, die dort hochgeladen sind bei Marvel Champions, als bei Arkham Horror. Das ist Fakt. Aber die Deckkonstruktion, die schafft noch mehr. Und zwar hat es Fantasy Flight Games bei fast allen Helden geschafft, dass wenn man diesen Helden spielt, dass man sich auch wirklich so fühlt wie dieser Held. Und das ist nicht ganz einfach, denn mittlerweile gibt es schon insgesamt 49 Helden und da würde ich behaupten, das ist wirklich eine Kunst, dass man das immer wieder schafft. Um euch mal ein paar Beispiele zu geben. Wenn ihr Iron Man spielt, dann fühlt ihr euch am Anfang quasi wie ein Mensch, könnt erstmal nichts und müsst erstmal euren Anzug zusammensuchen und upgraden und sobald ihr euren Anzug zusammen habt, seid ihr super mächtig und super stark. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Star-Lord. Wer Star-Lord kennt, Star-Lord ist ja so ein bisschen arrogant und hat so ein großes Maul erstmal. Und so spielt sich Star-Lord auch. Star-Lord kann in seinen Zügen unheimlich viel. Warum? Weil er Karten günstiger machen kann, indem er sich selbst Begegnungskarten zuweist. Er bekommt dann aber in der Begegnungsphase wiederum eine Quittung für sein großes Maul quasi. Auch das fühlt sich wirklich so an, wie man Star-Lord auch aus den Filmen kennt. Und noch ein drittes Beispiel, und zwar das aktuellste, Deadpool. Deadpool hat ja eine sehr hohe Regenerationsfähigkeit und kann nicht wirklich sterben. Es sei denn, man tötet seinen Kopf quasi. Und so spielt sich Deadpool auch. Ja, das haben sie auch wieder super 1:1 eingefangen. Er hat einen Regenerationswert von 8. Und wenn er stirbt, wird er auf Alter Ego gehen und lebt quasi weiter. Finde ich auch richtig gut umgesetzt. Und jetzt kommt das Lustige. Fantasy Flight Games schafft diese Fantasie auch bei Helden,
die man zuvor nicht kannte. Es ist jedenfalls bei mir so. Und zwar Spider-Ham. Spider-Ham kannte ich vorher gar nicht, kannte ich nur aus den Simpsons. Und da dachte ich mir zuerst, okay, als ich es gekauft habe, was ist denn das für ein Scheiß, ne? Sieht aus wie ein freches Schwein, das wie Spider-Man verkleidet ist. Und genauso spielt es sich auch. Wenn man seine Karten guckt, ne, streckt oft die Zunge raus, man merkt schnell, okay, es ist an Spider-Man angelehnt, aber man kann Spider-Ham nicht ganz ernst nehmen. Und wenn ihr jetzt vielleicht Across the Spider-Verse kennt, ich habe aufgrund von Spider-Ham wiederum Across the Spider-Verse geguckt und Spider-Ham ist wirklich so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und da muss ich auch sagen, Hut ab, Fantasy Flight Games hat das wieder 1 zu 1 hingekriegt. Auch da kann man Spider-Ham zum Beispiel nicht ganz ernst nehmen. Gut, das ist ja jetzt Geschmackssache, ob man Spider-Ham mag oder nicht. Darüber streiten sich ja die Geister. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass auch hier Fantasy Flight Games das wirklich so hinbekommen hat, dass der Charakter Spider-Ham in Marvel Champions sich genauso anfühlt, wie er auch in den Comics dargestellt wird. Und da muss ich sagen, das ist bei anderen Spielen zum Beispiel nicht der Fall. Dann nehme ich jetzt mal Marvel Snap. Kennt ihr wahrscheinlich die App? Da fühle ich mich nicht so wie die Helden in meinem Deck. Und um jetzt nochmal den Bogen zu Arkham Horror zu schlagen. Wenn ich bei Arkham Horror einen Ermittler spiele, dann fühle ich mich zum Teil auch wie dieser Ermittler, aber bei weitem nicht in dem Maße und im Umfang, wie es bei Marvel Champions der Fall ist. Damit möchte ich aber keinesfalls Arkham Horror schlecht reden. Arkham Horror ist mein Lieblingsspiel. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass Marvel Champions definitiv Stärken hat, die Arkham Horror nicht hat, und damit hat Marvel Champions seine Daseinsberechtigung. Was ist denn für dich der Grund, warum du Marvel Champions spielst? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare und falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, ciao und hau rein.